Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Buddel! Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Und hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird's verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Wir sind gleich da. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Ist das Buddel? Ja. Und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg. Jetzt! Fahr langsamer, Buddel. Sofort! Oh, ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh je! Nanu! Oh nein! Seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an. Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden. Aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hä? Und auf geht's! Entschuldigung, wir sind spät dran. Hä? Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer. Auf die Plätze und fertig, los! Oh. War ein gelungener Start von Bob, doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind. Los, Bob! Los, Bob! Los, Bob! Der maskierte Superfahrer ist nun dicht hinter Bob. Aber Bob führt immer noch den maskierten Superfahrer im Rücken. Pass auf, Bob! Und Bob ist wieder in Führung, aber nur ganz knapp. Verblüffender Angriff des maskierten Superfahrers, der somit als erster ins Ziel fährt. Oh. So ein Pech, Bob. Juhu, gratuliere. Gut gefahren. Damit ist Bob Zweiter und Julia Walter Dritte. Was für ein spannendes Rennen. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die unbedingt wissen will, wer unser Gewinner ist. Hallo, Bob. Das ist Wendy. Oh, das hast du gewusst, Papa, oder? Wer meinst du, wer ihr Motorrad flott gemacht hat? Das ist großartig, Wendy. Ja!
Ich gratuliere, Bob. Danke, Frau Bürgermeisterin. Warum die Maske, Wendy? Ich dachte, das wäre lustig. Außerdem war es so schön geheimnisvoll. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Ich denke, es hat wirklich der beste Fahrer gewonnen. Bob, darf ich als Nächster fahren? Wir haben so langsam doch wirklich alles durchsucht. Meinetwegen werden die Sportys Hochhausen enttäuscht. Ich rufe jetzt lieber Bob an und sag ihm, dass wir nichts finden können. Oh. Oh nein, jetzt ist mein Handy auch noch weg. Ich weiß genau, dass ich es auf den Karton mit den Figuren gelegt habe. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, da lag nichts drauf. Bist du sicher, Leo? Ja, der Deckel war nicht ganz zu. Warte mal. Denkst du, was ich denke? Ja! Was denkt ihr? Es ist nur eine Vermutung, aber ein Versuch wert. Was ist ein Versuch wert? Es könnte sein, dass mein Handy in den Karton reingefallen ist. Okay. Ich hab's! Ja! Ja! Oh! Jetzt versteh ich's endlich. Buddel, ich hab hier eine ziemlich eilige Lieferung. Gut gemacht, Leo. Und ab die Post. Wir haben den Karton. Ja! Ja! Jetzt heißt es Gas geben, Freunde. Es ist nicht mehr lange bis 4 Uhr. Und ich habe jemandem versprochen, dass die Uhr bis dahin fertig ist. Es ist 4 Uhr. Jetzt kommen die Prinzen und Prinzessinnen raus. Das sind wir. Guckt euch das an. Die sehen ganz genauso aus wie wir. Tja, so weiß jeder in Hochhausen, wer die tolle neue Uhr entworfen hat. Hä? Wendy, ist das Absicht, dass die Uhr so komisch klingelt? Guck mal, von hier aus kann man den Sportis beim Training zuschauen. Es sieht so aus, als hätten sie Herrn Brauer dazu gebracht, ein Plakat für sie zu machen. Wow, das kann er wirklich gut. Wer hätte das gedacht? Er ist fast so gut wie ich. Wendy, was tust du da? Das ist die Markierung für die Satellitenschüssel. Wusste ich doch. Okay, der erste Spanngurt sitzt fest. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Ich glaube es nicht. Der flotte Fred führt schon wieder. Okay, Team Hep Leo. Wir brauchen jetzt die Schüssel. Leo? Bob ruft uns gerade. Was? Sekunde. So, schon geschafft. Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze. Hallo, Leo? Ja, Bob. Die Schüssel ist gleich bei euch. Danke, Leo. Heb sie ein bisschen hoch, Heppo. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh. Noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja,
Wenn du das sagst, gut. Oh, oh nein! Vorsicht, Leo! Oh, Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Ah, es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Oh? Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht. Entschuldigung! Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Nein! Sie rollt auf die Bühne zu. Nein! Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur. Wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh! Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh Bob, ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team! Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an.